Ja, im zweiten Teil dieser Vorlesung möchte ich motivieren, was wir in den nächsten 2 Wochen tun werden. Und zwar haben wir am Anfang der Vorlesung schon gesehen, dass gerade die Lösung von Randwertaufgaben im Normalfall führt auf die Lösung großer linearer Gleichungssysteme. Das war etwa der Fall für die Wettervorhersage oder das war auch der Fall für unser einfaches Kerzenbeispiel. Da haben wir es nicht so ganz genau gezeigt. Das werden wir, wenn wir zu den Randwertproblemen kommen, nochmal genauer betrachten. Es bietet sich aber an, hier schon mal die Methoden, die man dann nutzt für die Lösung dieser Gleichungssysteme und nichtlinearer Gleichungen, jetzt einzuführen, denn viele davon beruhen auf dem Fixpunktsatz von Banach. Und den haben wir uns gerade angeschaut und wir wollen uns heute erstmal anschauen, wie kann man das nutzen zur Lösung von nichtlinearen Gleichungen. Hier ist zunächst nochmal der Fixpunktsatz von Banach mit seinen 4 Voraussetzungen. Also wir brauchen einen vollständigen Grundraum, wir brauchen eine abgeschlossene Teilmenge des Grundraums, wir brauchen eine Selbstabbildung auf diesem Grundraum und nochmal Bemerkung, natürlich kann d auch gleich x sein. Ne? Also d kann natürlich auch der gesamte Raum sein, auch das ist dann abgeschlossen. Und g muss kontrahierend sein. Ja? G muss eine Selbstabbildung sein und g muss kontrahierend sein. Das heißt, es muss gelten g von x minus g von y kleiner gleich q mal Norm x minus y für all x, y Element d. Und natürlich, habe ich jetzt hier sogar vergessen, 0 kleiner gleich q kleiner als 1. Ja? Wenn es größer als 1 wäre, wäre es nur Lipschitz-stetig. Die Folgerung aus dem Banachschen und die Folgerung, die der Banachsche Fixpunktsatz dann daraus zieht, ist, es gibt genau einen Fixpunkt, das heißt, es gibt genau einen Wert x quer in d mit der Eigenschaft, dass g von x quer gleich x quer ist. Und ich sage mal einfach x quer Element d. Und der Banachsche Fixpunktsatz sagt noch ein bisschen mehr. Der sagt uns nämlich auch, wie wir diesen Fixpunkt bekommen. Und zwar, wenn wir x0 in d wählen und die Fixpunktfolge definieren durch xk plus 1 gleich g von xk, dann gilt diese Fixpunktfolge konvergiert gegen x quer bezüglich der Norm in x. Okay, und der tut sogar noch ein bisschen mehr. Der sagt uns nämlich auch, wenn wir eine Näherung haben, die wir mit dieser Fixpunktfolge berechnet haben, dann sagt ihr uns auch, wie weit wir denn noch vom echten Fixpunkt entfernt sind. Und zwar gilt die A priori-Abschätzung, also x quer minus xk in der Norm ist kleiner gleich q, k durch 1 minus q, mal die Norm von x1 minus x0. Und ist auch kleiner gleich q durch 1 minus q, mal die Norm von xk minus 1. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe am Anfang, glaube ich, im Skript mal das für xk plus 1 formuliert. Man kann es auch so formulieren, nur es ist vielleicht ein bisschen eingängiger. Okay, gut. Wir haben das bis jetzt genutzt, sehr analytisch, indem wir für x den Raum der stetigen Funktionen, zum Beispiel auf 0, 1, gewählt haben. Jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen praktischer machen, indem wir die Fixpunkte berechnen von einigen Funktionen, eigentlich vom R hoch n in den R hoch m. Ich werde hier tatsächlich nur Beispiele von R nach R machen. Also machen wir ein paar Beispiele. Wir definieren mal immer g von r nach r, also g von x gleich 1/2 mal Cosinus x. Ja, und nee, das ist doch wichtig. G von r nach r, das heißt, der Grundraum ist hier tatsächlich x gleich r, ist also vollständig. Der Teilraum, den ich wähle, das ist auch d gleich r. Das heißt, G ist eine Selbstabbildung und es ist kontrahierend, denn die Ableitung von G, das ist G' von x, der Betrag davon ist natürlich gleich 1/2 mal Sinus x, ist also kleiner gleich 1/2 und daraus folgt, dass G ist kontrahierend und die Kontraktionskonstante ist Q gleich 1/2, das kommt aus diesem Korollar, das wir bewiesen haben. Okay, damit haben wir alles für den Fixpunktsatz von Banach zusammen. Und das heißt, wir können
einen Fixpunkt berechnen, also eine, wir können die Gleichung x gleich 1/2 mal Cosinus x. Diese Gleichung besitzt genau eine Lösung. Und die können wir tatsächlich auch ausrechnen. Wir wählen zum Beispiel mal x0 gleich 0. Und ja, ich habe es mal ein bisschen anders geschrieben. X0 gleich 0. Und ja, dann gilt tatsächlich xk konvergiert gegen x quer. Und 1/2 mal xk konvergiert gegen x quer, wobei xk plus 1, machen wir es richtig. Definiert es als g von xk. Ja, das ist jetzt ein bisschen Kuddelmuddel, aber ich glaube, Sie wissen, was gemeint ist. Und ja, und diese Fixpunktfolge konvergiert gegen x quer. Das heißt, wenn wir das jetzt auf dem Rechner rechnen wollen, dann können wir einfach definieren x0 gleich 0, xk plus 1 gleich g von xk. Und dann lassen wir das laufen und hören auf, sobald die a priori oder die a posteriori Abschätzung uns sagt, dass wir so genau sind wie eine Schranke, die wir uns irgendwie vorgegeben haben. Ja? Das heißt also, wir haben hier die Möglichkeit, die Lösung der Gleichung x gleich 1/2 mal Cosinus x iterativ zu approximieren, und zwar durch eine Folge. Nein. Wir können die Lösung der Gleichung x gleich 1/2 mal Cosinus x beliebig genau approximieren, indem wir einfach die Fixpunktfolge mit einem beliebigen Startwert so lange iterieren, bis die Fehlerabschätzung klein genug ist, und dann hören wir halt auf. Ja. In der Programmieraufgabe, die Sie heute bekommen, sollen Sie genau das tun, und insbesondere sollen Sie da auch mal vergleichen, welche Aussagen die a priori und a posteriori Abschätzung machen für den Fehler, und Sie sollen das auch vergleichen mit dem tatsächlichen Fehler, der auftritt. Okay, gut, also das hat gut funktioniert. Das war mal Beispiel 1. Da haben wir also Glück gehabt, aber Sie sehen auch, dieses Beispiel war sehr, sehr konstruiert. Und wir gucken uns mal ein zweites Beispiel an. Und da sehen wir, das funktioniert nicht immer so gut. Und dieses 1/2 da vorne, das stört uns vielleicht. Wir suchen vielleicht eine Lösung der Gleichung x gleich Cosinus x. Und ja, da denkt man, da gehen wir genauso vor wie oben. Ja, also g von r nach r. Ist sofort wieder alles erfüllt. Kontrahierend rechnen wir nach. G' von x ist kleiner gleich 1. Ja, der Sinus ist kleiner gleich 1, aber tatsächlich gilt die Unendlich-Norm, das Maximum des Betrages von Cosinus minus Sinus von minus Sinus x ist gleich 1. Und damit gilt sofort mit unserem Satz, mit unserem Lemma, das wir gehabt haben, wenn die Unendlich-Norm der Ableitung größer gleich 1 ist, dann ist die Funktion nicht kontrahierend. Das heißt, diese Funktion, so wie sie hier steht, ist tatsächlich nicht kontrahierend. Und nur noch mal als Hinweis, das kleiner als 1 beim Q ist wirklich wichtig. Ja, das haben wir wirklich genutzt. Wenn das Q gleich 1 ist, dann sind zum Beispiel auch die a priori und a posteriori Abschätzungen werden natürlich total nur Blödsinn, und tatsächlich die Funktionen konvergieren, die Folgen konvergieren im Allgemeinen nicht mehr. Das heißt, wir brauchen wirklich kleiner als 1, kleiner gleich 1 nutzt uns nichts. Das heißt also, hier ist Banach nicht anwendbar. Naja, jetzt haben wir uns natürlich auch hier einfach gemacht und haben einfach d gleich r gesetzt. Vielleicht können wir einfach uns einschränken im Grundraum auf einen Bereich, wo die Ableitung kleiner ist als 1, und dann ist das Supremum der Ableitung ja kleiner als 1. Ja, das ist Supremum der Ableitung ja dann auch kleiner als 1. Ja? Also da, wo der, wir schränken uns ein auf etwas, wo der Sinus kleiner ist als 1. Schauen wir uns das an. Also wir wählen einfach mal als den Grundraum D. Da wählen wir einfach mal 0, 0,1.
Ja, und in diesem Fall, die Ableitung von G ist G' gleich minus Sinus. Und naja, steht Sinus, der Sinus ist monoton steigend im Intervall von 0 bis 0,1, nimmt also sein Maximum an bei Sinus 0,1. Und das ist, glaube ich, sowas in der Größenordnung von 0,1. Etwas ein bisschen weniger als 0,1, ist sicherlich kleiner als 0,1. Das heißt also, es gilt sicher, dass die Norm von minus Sinus x kleiner gleich 0,1 und das ist kleiner als 1. Und ja, Moment, ups. Ich habe meine Maus verloren. Sie ahnen vielleicht, was ich gerade gemacht habe. Ich war mir plötzlich nicht mehr sicher, ob der Sinus von 0,1 wirklich kleiner gleich 0,1 ist, aber das ist tatsächlich der Fall. Okay, gut, also ist alles richtig. Ja, die Funktion ist kontrahierend, aber blöderweise, sie ist keine Selbstabbildung mehr. Denn, naja, also schauen wir uns mal an, der Cosinus x auf dem Intervall d, naja, also auf d, in diesem ganzen Intervall von 0 bis Pi halbe, ist der Cosinus monoton wachsend. Monoton fallend, Entschuldigung. Monoton fallend. Ja? Also das ist der Cosinus von 0 ist 1. Und der Cosinus von Pi halbe ist 0. Und naja, da auch auf dem Weg ist der Cosinus monoton fallend. Das heißt also, wir können sagen, die Werte von d, naja, der größte Wert, den d annehmen kann, ist der Cosinus von 0. Also g von d, g von d. Liegt also im Intervall, naja, also der Cosinus von 0, das ist der größte Wert, der auftreten kann. Und das monoton fallend ist der kleinste Wert, der auftreten kann, ist Cosinus von 0,1. Naja, aber schon die 1 ist nicht im Intervall, nicht in d enthalten. Das heißt also natürlich, folgt insbesondere, g ist keine Selbstabbildung. Das heißt also, auch mit diesem eingeschränkten G ist Banach wieder nicht anwendbar. Okay, wir wollen aber immer noch diese Gleichung lösen. Und vielleicht war unsere Idee, dass wir das G anders wählen müssen, ja gar nicht schlecht, aber dieses Intervall 0 bis 0,1 war vielleicht nur schlecht. Das war vielleicht eine schlechte Wahl. Ja? Und zwar schauen wir uns jetzt an, die Wahl D gleich 0,6 bis 0,9. Und wir schauen uns an, ich behaupte, G ist dann tatsächlich eine Selbstabbildung. Und ja, natürlich gilt nach wie vor unser Beispiel g von x gleich Cosinus x. Zunächst mal, warum ist das eine Selbstabbildung? Naja, also g von d, also erstmal Voraussetzung 1 und 2 sind immer erfüllt. Ja, der Grundraum sind die reellen Zahlen, das ist ein vollständiger Raum. D ist ein abgeschlossenes Intervall, also insbesondere abgeschlossen. Wir sehen auch hier sofort, die Funktion ist kontrahierend, denn die Ableitungen sind vom Betrag her kleiner, alle kleiner gleich dem Sinus von 0,9 und das ist kleiner als 1. Aber warum ist diese Funktion selbst abbildend? Naja, im Grunde, so wie wir es gerade gemacht haben, können wir jetzt wieder vorgehen. Und zwar g ist eine Funktion, die läuft los bei 0,6 und 0,9. Das heißt also, die ist zusätzlich monoton fallend. Das heißt also, die Werte, die werden liegen im Bereich von, naja, was ist der größte Wert, der auftreten kann, wenn es monoton fallend ist, ist das g von 0,6. Der kleinste Wert, der auftreten kann, ist g von 0,9. Das heißt, das ist eine Abbildung auf das Intervall g von 0,9 bis g von 0,6.
Und ja, und das war so Cosinus, ja, weiß richtig. Cosinus von 0,9 bis Cosinus von 0,6. Und die kann man jetzt tatsächlich ausrechnen. Und da stellt sich heraus, der Cosinus von 0,9 ist größer gleich 0,6. Der Cosinus von 0,6 ist kleiner gleich 0,9. Und das heißt, das ist tatsächlich eine Teilmenge des Intervalls von 0,6 bis 0,9. Das heißt also, Banach ist anwendbar. Das heißt, wir können eine Lösung von x quer gleich Cosinus x quer ist berechenbar mit der Fixpunktfolge. Falls, naja, also wir müssen uns natürlich jetzt auf das Intervall einschränken, wo wir tatsächlich gezeigt haben, dass die Funktion die Voraussetzungen erfüllt. Das heißt also, unser x quer, unser x0 muss in d liegen und unser d war das da oben, das war 0,6 bis 0,9. Das heißt, eine geschickte Wahl von D hat eigentlich hier dazu geführt, dass wir tatsächlich diese Funktion kontrahierend machen konnten. Man kann da auch ein paar Sachen sehen. Erstmal diese Formulierung der Fixpunkt-Iteration ist zwar immer dieselbe, ja, xk plus 1 gleich g von xk, und man erhält durchaus unterschiedliche Aussagen, abhängig davon, wo man tatsächlich diese Funktion g definiert. Das heißt, der Definitionsbereich dieser Funktion gehört unbedingt mit dazu. Und ein Satz, den wir gleich beweisen werden, ist, ja, man sieht hier vorne schon so ein bisschen, wie man wie man eine konvergente Folge bekommen kann. Offensichtlich muss man den Grundraum ein bisschen einschränken. Und was wir hier getan haben, ist, wir haben ihn eingeschränkt rund um eine tatsächlich existierende um einen tatsächlich existierenden Fixpunkt. Und das wird genau der Inhalt des nächsten Satzes sein. Bevor wir aber uns das genauer anschauen, noch ein weiteres Beispiel. Ich glaube, ich habe gerade vergessen, auf Pause zu drücken, aber ich lasse das jetzt so. Ja, wir wollen sehen, dass diese Eigenschaften dass diese Definition der Fixpunktfolge, dass da nicht nur wichtig ist, welchen Grundraum man hat, das haben wir hier vorne gesehen, dass manchmal auch eine Umformulierung der Fixpunktgleichung helfen kann. Und zwar soll so ein zweites Beispiel sein. Die Gleichung x quer gleich Tangens x quer. Wir suchen also Werte x quer mit der Eigenschaft, also wir suchen Fixpunkte des Tangens. Ja? Und da können wir uns zunächst mal anschauen, wo die denn wohl vermutlich liegen. Ich sollte eigentlich in schwarz schreiben. Das mache ich mal wieder. Und zwar skizziere ich Ihnen mal ganz grob den Tangens. Ich fürchte, das geht in die Hose. Ja. Der Tangens geht durch den Nullpunkt und der hat einen Pol bei Pi halbe, einen weiteren Pol bei 3 Pi halbe und so weiter und entsprechend auf der anderen Seite bei minus Pi halbe und so weiter. Okay, und dann sieht er ungefähr so aus. Ja, hier vorne ein Pol. Ja, also ganz grob. Ja, so ungefähr sieht tatsächlich der Tangens aus. Und jetzt suchen wir
Fixpunkte. Das heißt, das sind Schnittpunkte dieses Graphen mit der Winkelhalbierenden. Und die Winkelhalbierende, die zeichne ich auch nochmal ein. Das soll jetzt mal die Winkelhalbierende sein. Und da sehen Sie insbesondere, naja, es hat natürlich einen Fixpunkt bei 0. Ja, bei 0 gibt es sicherlich einen Fixpunkt. Da ist der Tangens von 0 ist 0, also ist 0 sicherlich ein Fixpunkt. Aber es gibt auch noch einen Fixpunkt hier hinten im Intervall von Pi halbe bis 3 Pi halbe. Das heißt also, wir betrachten mal die Aufgabe, suche einen Fixpunkt von g von x gleich Tangens x im Intervall von Pi halbe bis 3 Pi halbe. Jetzt mal unabhängig, jetzt einfach nur ganz grob drauf geguckt, wird uns dabei der Fixpunktsatz von Banach helfen können. Und ohne jede Diskussion mache ich einfach mal nur, wie sieht denn die Ableitung des Tangens aus? Naja, g' von x. Ups. G' von x ist gleich 1 durch Cosinus Quadrat x. Und das ist immer größer gleich 1. Na, uns würde schon reichen, wenn es an einer Stelle größer gleich 1 wäre. Und dann wäre es nicht kontrahierend. Aber wenn es überall größer gleich 1 ist, ist es nicht mal an irgendeiner Stelle kontrahierend. Das heißt, es ist nie kontrahierend, nicht mal lokal kontrahierend. Und das heißt, das wird nicht funktionieren. Ja? Das heißt, die Frage ist, können wir vielleicht unser Problem ein bisschen umformulieren, sodass es besser handhabbar wird und dass wir tatsächlich mit Banach hier eine Näherung bekommen. Also, wir suchten einen Fixpunkt von g von x. Das heißt, es sollte x gleich g von x gleich Tangens x sein. Ja, äquivalent dazu kann ich natürlich auch den Arcus-Tangens nehmen auf beiden Seiten. Und dann steht auf der linken Seite ein Arcus-Tangens x gleich x. Naja, aber jetzt der Arcus-Tangens, der liefert uns Werte im Intervall von minus Pi halbe bis Pi halbe. Das heißt also, damit wir jetzt in den Bereich Pi halbe bis 3 Pi halbe kommen, müssen wir hier vorne noch ein Pi drauf addieren. Ja, und die ist tatsächlich richtig. Diese Gleichung ist richtig für alle x aus dem Intervall von Pi halbe bis 3 Pi halbe. Okay, das heißt also, äquivalent zu unserer originalen Gleichung im Intervall Pi halbe bis 3 Pi halbe ist tatsächlich, dass x gleich Arcus Tangens x plus Pi ist und das ist g von, das nenne ich jetzt g von x. Da uns der Arcus-Tangens Werte liefert im Intervall von minus Pi halbe bis Pi halbe, ist für jedes x das g von x im Intervall von Pi halbe bis 3 Pi halbe enthalten. Das heißt also, es liegt nahe zu definieren d als das Intervall von Pi halbe bis 3 Pi halbe. Und naja, dann ist g natürlich sofort eine Abbildung von d nach d. Ja, denn jetzt das, ja genau, der Arcus-Tangens liegt im Intervall von minus Pi halbe bis Pi halbe, also liegt der Arcus-Tangens plus Pi im Intervall von Pi halbe bis 3 Pi halbe und das ist d. Okay, wie sieht es mit der Kontraktionseigenschaft aus? Naja, es ist g' von x gleich 1 durch 1 plus x². Und das ist sicherlich kleiner als 1 im, das ist kleiner als 1 für x-Element d. Kleiner q, kleiner 1. Machen wir es richtig. Ja, 1 plus 1, 1 durch 1 plus x². Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass das x Pi halbe ist. Das ist also kleiner gleich 1 durch 1 plus Pi halbe Pi Quadrat Viertel.
Und das ist in jedem Fall kleiner als 1 und tatsächlich gilt sogar als ist kleiner gleich 0,29. Ja, und jetzt können wir gucken. Für diese Funktion haben wir tatsächlich alles zusammen. Das heißt also, erstmal haben wir das g umdefiniert. Dann haben wir uns ein vernünftiges Intervall d gesucht, sodass g eine Abbildung ist von d, eine Selbstabbildung ist von d nach d und zusätzlich kontrahierend ist. Und das heißt, wir haben wieder die Voraussetzungen von Banach sind erfüllt. Und wir können wieder unseren Fixpunkt approximieren, indem wir setzen x0 aus dem Intervall pi halbe bis 3 pi halbe. Und jetzt mit dem g, was wir da oben haben, unsere Fixpunkt-Iteration bilden und wieder so lange iterieren, wie wir wollen. Okay, gut. Was Sie eben mitnehmen sollten, ist, man muss unter Umständen das g noch ein bisschen umdefinieren. Und dazu werden Sie auch in den Übungen noch ein paar Beispiele finden.